haben wir wieder 200. Der Altar ist dann voll. Ich bin Vorräte. Ich weiß, aber betrifft unseren Altar, betrifft das. So, komm her. Wieder Unruhen? Sollen wir Sklaven nehmen? Jawohl. Los geht's. Da machen wir den restlichen platt. Was wollen die denn hier? Was wollen die eigentlich? Na, ja, mit dem Wiederherstellungsaltar, Wiederbelebungsaltar ist das auch ziemlich übel für die. Ja, wie immer. Hier, Minax-Legion. Guck mal an. So. Was wollen die denn? Wieso so viele Türme hier? Jo. Also. Na, geht doch gut hier. So. Gucken. Ein wiederbelebbare Einheit, eine Stufe auf. Der Feind greift uns an. Ja. So, okay, erledigen hier. Wieder welche verloren. Und gar kein Ende. Und gar kein Ende hier, ey. Meine Güte. So. Was macht nun wieder belebbare Einheit hier? Dauert eine Weile, hä? Und auf da. Ich wäre fast reingelaufen. So. Ich glaube, wir haben jetzt mit Daimler den Druck weggenommen von der Seite. So. Okay.
Einfach abwarten. Aber den auch. Aber den gar nicht, eigentlich brauchen wir den nicht mehr, aber trotzdem. So. Ach Gott. Ach, Scheiße. Zurück, zurück. Oh, noch mehr, noch mehr Minax. Ja, Mahlzeit. Oh, da war, da kam eine ganze Menge, ey. Deswegen sollten wir uns mal zurückziehen. Das lohnt sich auch nochmal. Auch wenn wir gar nicht wirklich vorankommen hier, weil nur wiederbelebend sind. Kann ich noch mehr von denen bauen? Ich folge eurem Ruf, Warmblüter. Was benötigt ihr? Wie ist das Gold so abgeerntet? Was soll ich tun? Kann man eigentlich noch einen davon bauen? Tatsächlich, dann geht es vielleicht ein bisschen besser. Naja. Das dauert einfach zu lange. Oh, wiederbeleben. So gut, so kann es gehen. Ach, dann geht es dann viel, viel schneller. Ich folge eurem Ruf, Warmblüter. Da fehlen mir ja gar nicht so viele Einheiten eigentlich, weil die alle wiederkommen. Und das ist für die zu übel eigentlich, wenn man es betrachtet. Gut, kriegen wir nochmal Gold und so weiter, auch nicht schlimm. So. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir eher. So, müssen wir halt nur ein bisschen warten. Ah, man hat wieder zu 100, hoffentlich. Ich kämpfe für den Clan. Ja, genau, mach das. Da wurde ein bisschen, ja, zurückgedrängt. Verfügt über mich. Wenn wir nur noch Fernkampfeinheiten. Ja, ja. Das Einzige, was in Gruppe 1 übrig geblieben ist, naja. Verfügt über mich. Hm. Ja. Ich gehe. Das Gebäude ist fertig, Meister. Okay. Okay. Ich kämpfe für den Clan. Oh. Da, so. Okay, haben wir da wieder ein bisschen was? Nein, nicht weglaufen. Hier geblieben. Okay. Ihr müsst nicht weglaufen. So. Meine Klingen verlangt es nach Blut. Brauchen wir noch ein paar mehr. Kommt da jetzt noch? Nicht so viel, ne? Ich kämpfe für den Stamm. Die brauche ich nicht. So. Ogre hier. Was sollen wir tun, Meister? Sie können sich nicht verstecken. Genau. Können sie nicht. Nur ein bisschen abwarten, wieder, bis wir wieder vollzählig sind. Ich kämpfe. Ja, Meister. Ja. Okay. Ich folge eurem Ruf, Warmblüter. Ich gehe da. Dahin, genau. Ja. Und nicht mehr viel übrig, wie es immer so ist. Wir brauchen mehr Nahkampfeinheiten. Ich kämpfe für den Clan. Ich folge eurem Ruf, Warmblüter. So. Ja,
Meister? Verfügt ihr dann ihr Sklaven der Unruhen? Ich folge eurem Ruf, Warmblüter. Genau. Oh, drei Stück. Gut, war ein Weil nur ab. Haben wir ja gleich wieder eine Gruppe wieder voll. Können wir gleich wieder loslegen. Da haben wir wieder alle. So. Ich folge eurem Ruf, den haben wir. Blüter. Meine Klinge verlangt es nach Blut. Was sollen wir tun, Meister? Zwei fehlen noch? Wie fehlen noch zwei? Fehlen auch noch zwei, okay, ich verstehe. Ich kämpfe für den Stamm. Kommt, fehlt noch einer, das ist dann der. Okay, dann kommt der letzte noch. Wieder voll. Ich bin unruhig. Du kannst gehen. Meine Klingen verlangt es nach Blut. Ach, bis wir wieder aufbauen hier alles. Ist halt so. Ich kann jetzt mal hier hin wieder sich versammeln. Ach, wenn jetzt den kurzen Weg. Ah ja. Ich verstehe den kurzen Weg, also. Okay, dann können wir. Ich kämpfe für den Klang. Geh gleich mitnehmen, so. Okay, können wir gleich dahin. Gut, sie sind auch relativ angeschlagen allesamt, aber soll irgendwie reichen. Die kriegen ja wieder Verstärkung. Hochklassige Verstärkung vor allem. So. Okay, soll eigentlich trotzdem kein Problem darstellen. Die Basis kriegen wir schon noch klein. Ressourcen haben wir alle möglichen. Vor allem, wo es da oben hingeht. Kommen wir sicherlich noch hin. Gibt es hier einen Weg dahin oder so, oder? Wäre doch nicht. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und der eine, okay, der fehlt noch. Der ist auch gleich dabei. Alle Informationen und los geht's. Die Verteidigung haben wir jetzt mal gesichert. Oh ja. So. Was wollt ihr eigentlich, hä? Ah, die ganzen Türme kaputt. Weil die mir auf den Nerven gehen. Na also. Hier, wie du nur die Fernkampfheiten einen überlebt. Aber soll trotzdem. Jetzt wohl. Sollte das eigentlich gewesen sein, denke ich mal. So, rennen hier nochmal vorbei. Bis wir mal jetzt den Tempelplatz. Was denn da?
Oh. Das war's, zumindest hier. Wo der denn? Ah, hier ist nichts weiter, hier so eine Mühle. Ja, Meister. Verfügt über mich. Mahlzeit. Kann man ja nehmen. Boah. Ganz schön, ja, ja, so was. Die haben wir auch befreit quasi. So. Ja. Jawohl. Alles gesichert, ja, hä? So. Los geht's wieder zurück. Was brauchen wir denn hier? So. So viel auf Stufe 2 und noch und höher, ey. Aber denk mal, wir sollten das jetzt hier auf Reihe gekriegt haben. So viel sollte das eigentlich nicht mehr kommen, was uns jetzt noch entgegenstellen kann. Weil eigentlich, ja, würde ich meinen, wir haben nur noch einen Turm. Da, noch ein paar Türme haben wir noch. Oh. Ja, das war's. Erledigt allesamt, alle tot. Huh. Das war doch mal was. Ja. Was fehlt noch? Der muss überleben. Der lebt doch noch, oder? Das ist doch fett. Muss ich jetzt vielleicht unsere beiden Kollegen jetzt da hinbringen? Kann das sein? Kann natürlich sein, dass wir da jetzt da hinbringen müssen. Sonst haben wir ja nichts mehr hier. Jo. Na, sollte wohl nichts mehr da sein, wenn wir die noch da hinbringen. Ja, alles abgewehrt, alle vernichtet, alle drei Basen, oder vier, wie waren das jetzt? Vier oder drei? Wir haben ganz schön viele. boah, was für ein Gemetzel eigentlich. Aber wir haben gar nicht so viel verloren, wenn man bedenkt, dass wir als Geld wieder zurückkommen. Ressourcen hat auch jede Menge hier eigentlich, in dieser Mission. Endet da mal hin und guckt, was ich jetzt machen muss, weil, ich hab doch nichts weiter. Der lebt doch noch? Denk mal, dass wir den da treffen müssen. Schaut, Fürst Zed, dass die Armeen der Stämme euch nicht im Stich lassen. Ihr habt mein Leben und das meiner Krieger gerettet. Dafür bin ich euch dankbar. Die alten Schwüre sind gültig. Wir können die Menschen mit einem gemeinsamen Angriff überwältigen, Fürst Zed. Zusammen haben wir die Macht, uns an den Menschen zu rächen. Haben sie aber schon geschafft. Wir haben sie schon erledigt. Ihr habt euch nur verteidigt lange genug. Bald, sehr bald schon wird ganz Noran wie diese Antara brennen, Tyron. Ja, wir werden unser altes Land zurückerlangen. Zur rechten Zeit. Dieser Krieg hat für die Menschen erst begonnen. Ich habe den Weg gesehen. Und es wird viel Blutvergießen geben. Meine Krieger sind bereit, Tyron Gral, sie dürsten nach Jagd. Jedes Schwert muss nach Noran gebracht werden. Keiner Klaue darf es verwehrt werden, Fleisch zu zerreißen. Die gemeinsame Macht der Stämme wird die menschlichen Armeen fällen. Vater, was ist mit diesen Kreaturen aus dem Unterreich? Wir müssen sie ernst nehmen und dürfen sie nicht einfach ignorieren. Tölpel. Ich bin der Gerede von diesen eingebildeten Kreaturen leid. Die großen Geister hätten mir solche Wesen enthüllt, gäbe es sie. Versteckst du deine Feigheit hinter solchen Geschichten? Die Gefahr ist real. Diese Kreaturen verfolgen ein unbekanntes Ziel und werden uns vernichten, wenn wir sie ignorieren. Genug.
Ich dulde deinen Ungehorsam nicht länger. Ich habe gegen diese Kreaturen gekämpft. Sie werden sich nicht länger damit zufrieden geben, sich im Dunkeln zu verstecken. Wir müssen mit ihnen rechnen. Wir haben keine Zeit für diesen Unsinn. Norans Magier waren in letzter Zeit bedenklich still und planen wahrscheinlich einen Gegenschlag. Draga, zerstöre den grauen Turm, der nur noch vom Obsidianturm in Noran überragt wird. Die Geister zeigten mir seine Zerstörung, also soll es so sein. Das ist deine Aufgabe. Zerstöre ihn und erwarte meine Ankunft. Verstanden? Ich habe verstanden, Vater. Fürst Zed, ihr begleitet meinen Sohn. Stellt sicher, dass meine Befehle genau befolgt werden. Er will die Gefahr nicht sehen, die uns aus den Tiefen droht. Bleibt ruhig und habt Geduld, Draga. Eure Zeit wird kommen. Ja, er denkt also, die Gefallenen sind Einbildung. Ja, ich denke mal, er wird das noch früh genug erfahren, dass das nicht so ist. Ihr seid siegreich. Ja, auch relativ lange gebraucht. Eine Stunde sogar nur. Okay, ich dachte, die wäre länger. Ja. Gut, Heilige Legion habe ich jetzt gar nicht gesehen. Wo war die? Ich habe nur die drei Legionen gesehen. Heilige Legion, keine Ahnung. 39 Einheit haben die verloren. Auf jeden Fall waren die wohl auch dabei, aber... Ach, das könnten die einen gewesen sein, die uns am Ende noch angegriffen haben, ne? Ja, kann natürlich sein. Auf jeden Fall, für Statistik-Freunde, ihr wisst es. Ja, deswegen war's das mit dieser Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Und ja, deswegen danke fürs Zusehen, denkt an das Feedback und bis zum nächsten Mal.